Kürzungen von Hartz-IV-Leistungen bei Pflichtverletzungen sind teilweise verfassungswidrig. Dieses Urteil verkündete das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag. Danach sind Kürzungen bei Verstößen gegen die Auflagen um maximal 30% möglich. Die bisher möglichen Abzüge bei Verletzungen der Mitwirkungspflicht um 60% oder sogar 100% sind demnach verfassungswidrig, sagte der Vizepräsident des Gerichts, Stefan Habart. Hartz-IV-Leistungen betragen gegenwärtig 424 Euro für Alleinstehende. Nimmt ein Empfänger eine zumutbare Arbeit nicht an oder bricht sie ab, wird die Leistung laut Gesetz 3 Monate lang um 30% gekürzt. Im Wiederholungsfall werden 60% abgezogen, danach entfallen die Barleistungen für wiederum 3 Monate sogar ganz und es gibt nur noch Sachleistungen. Der erste Senat hatte nur über Regelungen zu entscheiden, die für über 25-jährige Langzeitarbeitslose gelten. Für unter 25-Jährige sind die Sanktionen härter. Nicht überprüft wurde zudem der Abzug von 10%, der erfolgt, wenn ein Leistungsempfänger nicht zum Termin im Jobcenter erscheint.